Jetzt noch kurz zwei Fragen. Das erste, das sind sehr allgemeine Dinge, die ich immer wieder höre, aber ich glaube, es ist gut, wenn du dazu eine Stellung nimmst und mal eine Aussage machst. Besonders auch beim zweiten dann, du bist ja Anwalt, du kennst dich mit dem Gesetz etwas aus, ist sicher nicht schlecht. Die erste Frage ist, warum übernimmt die Schweiz überhaupt EU-Recht? Wir sind ja ein eigener Staat, wir sind nicht in der EU. Diese Frage höre ich oft und ich bin froh, wenn du da eine klärende Antwort geben kannst. Ja, also man hat natürlich mit der EU auch diverse Verträge und gewisse Bereiche, oder wie zum Beispiel das Luftrecht. Dort hat man einen Automatismus eingebaut, dass man eigentlich automatisch dann auch EU-Recht übernimmt. Oder das sind auch Rahmenverträge, wo man dann eben Self-Executing-Regeln übernimmt, die dann automatisch auch in der Schweiz gelten. Das sind sicher auch Bereiche, wo es auch Sinn macht. Also es kann nicht sein, dass ja, ein Linienflugzeug, das von Köln nach Zürich fliegt, dass die dann verschiedene Luftregeln haben und da vereinheitlicht man das. Und da gehört eben auch eben der Luftverkehr, der uns jetzt betrifft, also dazu, oder diese ganze Luftverordnung. Aber die Schweiz konnte auch entsprechend mitreden, also wir waren ja sehr stark involviert in diesem Prozess und waren auch in Köln bei der EASA. Man konnte als Schweiz auch entsprechend mitreden hier, oder? Aber das ist so, auch wenn du nicht Mitglied sind, übernehmen wir heute sehr viele Regeln automatisch, ohne dass man es merkt eigentlich, oder? Also ich Ja. sehe schon, wir sind geografisch in Quadratkilometern gesehen, über ganz Europa ist die Schweiz ein relativ kleiner Teil. Und wenn jetzt dieser kleine Teil eigene Luftregeln hätte, ja, ich sehe, dass das ein bisschen Ja, unangenehm wäre für alle Beteiligten, das kann ich nachvollziehen. Und unsere Hobbyregelung der Drohnen und ähnliches gehört halt, ist da angesiedelt und deswegen passiert das. genau, richtig. Ja. Es besteht auch die Möglichkeit, gewisse Dinge dann auszunehmen. Das wäre ein politischer Entscheid. Man hat ja auch in der Schweiz gewisse politische Vorstöße gemacht, das komplett auszuheben. Die sind aber auch nicht wirklich vorwärts gekommen. Also im Nationalrat. Und da ist auch nicht zu erwarten, dass da wirklich eine Ausnahme erfolgen wird, weil halt eben auch, das muss man schon immer sehen, natürlich eine riesige Industrie dahinter ist. Die wollen Standards, die sind sehr stark natürlich. DJI, das sind Milliarden Beträge, um die es da geht. Die wollen natürlich einen Luftraum für sich. Die ganze Automatisation, das ist ein Milliardenbusiness. Und das spürt man natürlich überall. Auch wenn wir eine gewisse Größe haben, wir sind im Endeffekt sind die FPV oder die Modellflieger, wir sind der Randsport dort. Und wenn dann Milliardenbusiness aufkommt, dann wird das einfach zunehmend schwieriger, da natürlich dann mitzureden. Oder die Gewichtung der Politik ist dann natürlich entsprechend Ja, anders, ich oder? denke, da ist auch nicht ganz allen bewusst, wie das politisch auch angeguckt wird. Denn der Bundesrat hat ja schon mehrfach dazu auch Dinge gesagt, und auch, also zu Drohnen und Ähnlichem, und hat gesagt, die Schweiz soll ein Drohnenland werden, ist ein Zitat eines Bundesrats. Aber da sind nicht unbedingt wir mit FPI gemeint, sondern da ist die ETH und die EPFL und so weiter gemeint, die ja Forschung betreiben und das weitertreiben. Im technischen Sinne zum einen, und zum anderen hat der Schweizerische Modellverband, ich werde das dann einblenden, Modellflugverband, Entschuldigung, hat ja den Bundesrat geschrieben und eine Stellungnahme eingefordert, glaube ich, mehr oder weniger zu dem Ganzen. Und die Antwort des Bundesrats war ganz klar, der kommerzielle Aspekt ist dem Hobby vorzuziehen. Das ist fast wortwörtlich, glaube ich. Und ich denke, Ja. das ist auch das, was viele Modellflieger dann nicht so glücklich macht mit den Drohnen, denn da wurden dann, wir als FPVler werden oft dann in einen Topf geworfen mit diesen Drohnen, aber das hat gar nichts mit dem Hobby oder mit dem Flughobby zu tun, sondern ich denke, das kommt viel mehr von den kommerziellen, von den industriellen Ideen und Beweggründen her. Das nehme ich Ja. an. Also, es war nicht jetzt der Modellflugverband, der geschrieben hat, sondern Nationalrat Jausli war es eine Motion. Das muss Nationalräte einreichen. Es gab dann diese Antwort, die du angesprochen hast, wo man das schon rausgespürt hat.
dass eben da das große Ganze oder dass unser Bereich beim großen Ganzen halt etwas weniger gewichtet wird politisch im Bundesrat. Das war ganz klar auszuspüren, ja. Und die Thematik gibt es ein bisschen. Es ist natürlich mit dem Aufkommen der Drohnen, oder, hat sich jetzt halt vieles bewegt, aber das gehört zum technischen Fortschritt. Damit muss man jetzt einfach umgehen und das Beste daraus machen. Also, ja, das ist ja auch bei den klassischen Modellfliegen, gibt es ja immer mehr Automatismen, Kameras etc. Also, das ist eine. Die Fragen, die wir jetzt haben, die eben ist das auch Gegenstand der technischen Entwicklung, schlussendlich. Wo man sich jetzt ein bisschen anpassen muss. Ich denke auch, es wäre sinnvoll, wenn wir da mehr zusammen als gegeneinander arbeiten würden und versuchen, einander die Hand zu reichen. Und ich rede jetzt vom klassischen Modellflug und den FPV-Wielen, denn wir sind schon beides Randsportarten. Und sind schon nicht so viele Leute und zusammen würden wir vielleicht mehr erreichen, als wenn wir da künstlich noch einen Keil dazwischen treiben. Ja. In gewissen Ländern funktioniert das relativ gut, glaube ich. Bei uns habe ich das noch nicht so im Positiven erlebt, ich sag's mal so. Hast du negative Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich. Ja. Wie viele. Ja, ich musste mir schon viele unfreundliche Dinge anhören, nur weil ich mit Drohnen fliege und was ich alles kaputt mache damit. Und dabei baue ich auch abendelang an meiner Drohne und muss mich mit Flugphysik und Ähnlichem auseinandersetzen und das Ding programmieren. Und ich fliege immer noch gern zwischendurch Flieger, immer wieder. Und ich sehe den Unterschied nicht wirklich, aber... Ja, eigentlich, also das ist auch meine persönliche Meinung, also eben es ist, die Drohnen sind eigentlich sehr nach am, also gerade die FPV-Wheeler, weil sie Selbstbauten sind sehr nach am klassischen Modellflug. Das ist natürlich so, also es geht auch um Sport, oder? Es geht ja nicht ums Filmen an sich, sondern um Sport, zum Fliegen, Hobby etc. Und klar natürlich, was halt neu ist, bei den Drohnen, sage ich mal, ist, dass man halt mehr auch in anderen Gebieten fliegt. Die klassischen Modellflieger, die haben sich halt immer auf einem Verein in einem Modellflugplatz zusammengefunden. Als Voraussetzung, dass man überhaupt fliegen kann, braucht man eine Piste, oder? Bei der Drohne brauchst du keine Piste mehr. Da kannst du auch an anderen Orten fliegen und das gab dann halt auch ein bisschen den Anstoß, dass sich halt teilweise vielleicht mehr an Wohngebieten geflogen ist. Die klassischen Modellflieger sind meistens weit weg in der Abgeschiedenheit, was Platz hat und fallen so halt nicht wirklich auf. Oder? Da muss man natürlich schon ein bisschen schauen, eben, dass das gewisse Abstände etc. eingehalten werden. Es gibt auch bei den Modellfliegern schwarze Schafe, ganz klar. Gibt es überall, oder? Aber das war vielleicht teilweise ein Stein des Anstoßes, dass man halt dann nicht einfach vorgesehenen Gebieten geflogen ist. Oder das ist natürlich auch der Grund, warum diese Ausnahmebewilligung, dieser Artikel 16 natürlich aufgenommen worden ist. Der besagt ja, dass in Vereinen oder in Verbänden eigentlich wie bisher geflogen werden kann, dass da keine Regeln gelten. Das kommt natürlich daher, dass der Safety Record super ist. Eben man hat diese Struktur, da weiß man, Da gibt's einen Vereinsvorstand, ein Flugreglement, wo das alles, das Fliegen geregelt ist, kontrolliert ist. Verwarnungen können geahndet werden, es wird sichergestellt, dass die Leute eingeführt sind. Man schaut das Fluggerät an, ist das richtig zusammengebaut, etc., etc. Und das hat natürlich zu dieser Ausnahmeregelung geführt, weil man dort einfach keinen Handlungsbedarf hat, oder? Der Handlungsbedarf ist außerhalb oder in den Städten, Agglomeration, dort sind die Probleme, oder? Und ja, das führte dann zu dieser Ausnahmebewilligung. Okay. Und das führt eigentlich auch indirekt in die zweite Frage, die ich vorhin erwähnt habe. Ich höre oft, dass mir doch alles egal, ich kann sowieso fliegen oder ich gehe einfach fliegen, ist mir doch egal, was die jetzt bestimmen. Und ich persönlich glaube nicht, dass das so einfach sein wird in Zukunft, wie das bis anhin war. Was sagst du dazu? Ja, also grundsätzlich ist das natürlich keine Einstellung, die ich gutheißen kann. Also wir sind ein Kollektiv, eine Gesellschaft, wir müssen Regeln beachten, ganz klar. Selbstverständlich in der Praxis wird das vorkommen, dass sich jemand nicht darum schert.
ist schade, weil solche Personen schaden halt immer dem Ganzen und werfen dann ein schlechtes Licht auf die, die es richtig machen. Dort bin ich persönlich auch der Meinung, hat man als Kollege eine Pflicht, dass man diese Leute ein bisschen darauf hinweist, ein bisschen in die Mangel nimmt. Ja, wie wird das kontrolliert umgesetzt? Natürlich wird es viele Fälle geben, wo man das nicht bemerkt oder nicht ahnden kann. Es wird aber auch Fälle geben, wo es dann halt Bußen gibt etc. Und der maßgebliche Punkt, wo es dann auch schmerzt, ist, wenn halt Unfälle passieren, wenn eine Drohne runterkommt oder ein Modellflugzeug und diese Regeln nicht eingehalten sind und jemand zu Schaden kommt, dann ist ganz klar, dann hat man natürlich illegal das Fluggerät betrieben und haftet dann voll für diesen Schaden und die Versicherung kann sich da gut rauswinden, oder? Und spätestens dann hat man dann wirklich ein Problem. Und das andere ist wie überall, es ist auch bei unserem Hobby ganz wichtig, dass man einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legt. Man kann nicht alles reglementieren, einschränken und umso mehr Leute wir haben, die dann die bestehenden Regeln nicht einhalten, umso mehr muss man dann irgendwann regulieren, weil auch die Menschen immer größer werden. Wir haben eine große Zuwanderung. Es wird alles immer enger, die Wohngebiete dehnen sich aus. Ja, wenn dann irgendwann da eine Nichtbeachtung festgestellt wird oder in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann führt es dann halt irgendwann wieder zu weiteren Regulierungen. Und das wäre schade, und das gilt zu vermeiden. Und das ist auch ein bisschen ein persönliches, gesellschaftliches Thema, oder muss jeder für sich selbst schauen, oder? Ein Einzelner sollte nicht dem Kollektiv schaden. Das wäre schade, oder? Gerade Sprichwort Randsportart, wir sind ja nicht. Beim Fußball hat man sofort ein Clubhaus und einen schönen Fußballplatz. Bei uns ist das nicht so einfach. Gerade Flugplätze, vielleicht später auch mal so fixe Racetracks. Das ist ein Riesenaufwand, diese Plätze überhaupt zu erhalten, also zu bekommen und dann zu erhalten. Das geht sehr schnell, dass die Plätze dann, also die Bewilligungen entzogen werden. Und da müssen wir auch dazu schauen, dass wir unser Hobby auch zukünftig gut ausüben können. Da ist jeder gefragt, oder? Ja, ich sehe das. Ich denke, also das ist meine persönliche Meinung ist da, je mehr Leute in das Hobby reinkommen, desto eher wird das wie der Dorfturnverein, sage ich jetzt mal. Das Hobby hat viel mehr im Versteckten angefangen, so wie bei Skaten. Das war auch ganz am Anfang sehr in der Nische und unbekannt. Und je länger kamen mehr Leute dazu. Und das hat Vor-, aber halt auch Nachteile, logischerweise, für die Leute, die es bis jetzt betrieben haben. Es wird Verschärfung geben, es wird besser aufgepasst. Aber dafür kann man vielleicht halt auch auf dem legalen Wege den Leuten vielleicht mal offizielle Racetracks oder was weiß ich, freie Plätze, wo man Acro fliegen kann. Grundstücke und so weiter zur Verfügung stellen, das ist dann auch der gute Teil daran. Genau, natürlich, oder? Man muss sich dann halt ein bisschen organisieren, das können keine Einzelpersonen machen, das ist heute ein großer Aufwand, es kommt ein bisschen darauf an, ob das in der Landwirtschaftszone ist, natürlich, da braucht es dann Ausnahmebewilligungen, da kommt eben das RPG, das Raumplanungsrecht dazu, das ist nicht nur das Luftrecht, oder? Das wird dann schon kompliziert und da empfiehlt es sich natürlich, dass man eben sich irgendwo organisiert, in einem Verein, in einem Verband. Man hat dann da die entsprechenden Hilfeleistungen, auch mit rechtlicher Unterstützung etc. Und Erfahrungswerte, die man teilen kann, das ist immer ganz wichtig. Oder wie hat das der andere gemacht? Man muss es ja nicht neu erfinden, man kann dann profitieren von der Erfahrung vom anderen. Und so kommt man weiter dann, oder? Sehr gut, wir haben jetzt schon an verschiedenen. Das Interview besteht aus 4 Teilen. Weiter geht es im letzten. Jetzt, du bist ja auch vom SMV selbst.